bisschen was von der Werkstatt. Auf jeden Fall GL, Diesel, verliert unheimlich viel Öl. Reifen abgefahren, Bremsen, der war heute beim TÜV. Katastrophe. Kommen wir zu der nächsten Katastrophe. Die ganzen Querlenker erneuert, Bremsen und so weiter. Wir haben hier einen Zack ab, aber trotzdem bleibt das eine A-Punkt-Punkt-Arbeit. 3 Liter. Was fällt euch hier auf? Guckt euch mal diesen Riemenscheibe an, wie weit der vorne ist. So sieht die Riemenscheibe aus. Der ist ja innen Gummi gelagert und die reißen wir gerne raus. Hat sich vom Eisen gelöst und ist so weit nach vorne gekommen. Vom Febi kann ich euch empfehlen. Haben wir noch so einen interessanten Fall. Hier mein Kia 1.6er 16V, nichts Wildes, extrem viel Ölverlust. Die haben hier den Cut gewechselt und dabei diesen Schutzeblech hier abgebaut und nicht wieder dran gebaut. Und was ist passiert? Die Hitze ist nach oben gegangen und hat hier, wie ihr seht, das Ganze komplett verschmolzen, so dass der Ventildeckeldichtung kaputt gegangen ist und dadurch sehr viel Öl verloren hat. Zum Vergleich, das Ding ist einfach gerade und sau teuer. Ups, oh, das Ding ist sehr teuer. 500 Euro kostet sowas bei Kia. Unglaublich. Ja, es war jetzt einfach mal hier ein bisschen mal von meinem Alltag hier gezeigt. Zurzeit habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin die einzige Werkstatt in Witten. Ehrlich, ich habe so viel zu tun. Was machen wir heute? Heute geht es wieder um meinen Kompressor. Bei meinem Kompressor werden natürlich ein paar Sachen gemacht. Alter, deine Reaktion war einfach geil. 46 Grad. Gekühlt 20 Grad. Ist doch klar, dass man keine Leistung hat. Aber wir haben hier Leistung. Wow. Das war doch eine geile Idee. Ey, das war geil. Nochmal. Ich hab keinen Sprit mehr, leider nicht. Okay, tanken. Wie war das denn? Das war geil. Oh, das war jetzt mal geil. Aber dann haben wir natürlich gemerkt, dass wir immer wieder das Problem hatten, sobald ich beschleunigt habe, ich sag mal, Luftgeräusche gehört haben. So, dass da irgendwo richtig undicht ist. Und wir haben sehr stark an Leistung verloren. Also okay, und mein Kompressor merkt ihr das nicht sofort, da müsst ihr ja schon richtig auf Drehzahl kommen. Was ist passiert? Wie ihr seht, das Ganze sieht nicht mehr so schön aus. Ich wollte es natürlich sehr schön haben. Was habe ich gemacht? Geschweißt, geschweißt, geschweißt und habe das Ganze nochmal weggeflext. Und hier und so war alles so dünn. Und sobald der Ladedruck aufgebaut hat, der hat sich immer wieder bewegt. Und was passiert? Wir hatten hier überall Risse gehabt. Daraufhin rausgeholt, neu verschweißt von hinten, von vorne. Er ist jetzt dicht, ja, sieht aber dementsprechend nicht mehr so schön aus. Und habe die beiden hier befestigt, so dass der einfach nicht mehr bewegt. Ich wollte es ja befestigen, habe ich nicht gemacht, aber jetzt musste ich es machen, weil das Ding einfach kaputt gegangen ist. Wir werden heute ein paar Sachen machen, weil wir, genau, Richtung Motorschaden gehen wir jetzt. Alles raus, um was geht. Deswegen haben wir uns natürlich eine neue Riemenscheibe bestellt. Ja, eine neue Riemenscheibe. Wir werden ein bisschen auf die und werden direkt diese Riemenscheibe wieder wechseln. 80er oder 85er. 95er haben wir drauf. Wir werden erstmal die Düsen tauschen. Sehr wichtig. Kauft euch auf jeden Fall originale Düsen von Bosch. Hier ist die Teilenummer, falls das auch einer kaufen möchte, kann das gerne machen. Das sind 440er Düsen, die werden wir einbauen. Dann haben wir LPG-Zündkerzen. Wir haben mehr Ladedruck, wir haben mehr Zündung, wir haben mehr Sprit. Es besteht eine Gefahr, dass die Zündkerzen tropfen könnten. Das heißt, die Zündkerze verbrennt, es tropft. Motorschaden. Ja, die sind ja Richtung Motorschaden, aber trotzdem möchte ich jetzt nicht so einen Motorschaden haben. Das heißt, wenn eine Zündkerze kaputt geht und der einen Motorschaden dadurch kriegt, dann wäre ich traurig. Wenn ein Kolben rausfliegt, dann würde ich mich freuen. Weil dann ist der Ladedruck sehr gut. Kraftstoffpumpe. Werden wir auch noch ändern. Ich habe 255 Liter die Stunde. Ja, wird er pumpen. Ich habe ja den Teilern gesagt, mach mir einfach eine übertriebene Map. Und das hat er gemacht. Und wie er die Map genannt hat, zeige ich euch später, wenn wir die zusammen drauf tun. Guck mal, wie der läuft hier, der BMW. Alles, was wir jetzt machen, das ist alles unerforscht bei dir. Wir wissen nicht, ob der Lader das mitmacht, ob es der Motor mitmacht. Ich merke ja, die Mehrleistung merke ich ja, aber komischerweise geht es der Kupplung gut. Die neuen Düsen habe ich eingebaut, 440er von Düsen. Ich glaube, original hat der
190er Düsen und jetzt haben wir 440er Düsen. Also müsst ihr euch vorstellen, wie viel da jetzt einspritzt. Zündkerzen drinne. Und jetzt natürlich sehr, sehr wichtig, kontrolliert erstmal, bevor ihr weitermacht, ob die Zündkerzen auch funktionieren. Guckt euch das an. Der hat so fett gelaufen, du. Boah, man riecht sogar noch richtig Benzin. Ja, das ist aber normal. Der ist ja noch nicht komplett abgestimmt. Hier baue ich jetzt wieder zusammen. Der läuft sehr gut. Benzin verliert ihr nicht. Zusammengebaut, alles gut. Die Abdeckung passt nicht, da muss ich nochmal schauen. Der steht ja auch ein bisschen höher. Ja, macht schon was her. Ich meine, Plug and Play ist das natürlich nicht genau. Sagt, steht auch 255 Liter. Ja, hier ist nochmal die Mengenangabe, was er einspritzt. Joa, welche haben wir denn? Wir haben die GSS 342. Ist der hier und 255 Liter. Und ja, er sagt auch 500 plus. Pumpe haben wir abgebaut. Okay. Die ist schon schwer gewesen. Aber das ist ja auch eine No-Name gewesen. Also die wurde ja mal gewechselt. Eine gute Pumpe. So, und die kleine Pumpe soll so viel bringen. Bin gespannt. Ja, bei der Pumpe sollen wir auf jeden Fall so eine Schelle nehmen. Das sollen wir. Dann sollen wir das so festmachen. Das Ganze runter. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr auch ganz unten seid. Weil ihr dürft das ja... Weil wenn ihr das so festmacht, dann müsst ihr auch gucken, dass er ganz unten ist. Weil ihr ja keinen Knick mehr habt. Genauso. Habe ich was Falsches gemacht? I don't know. Ich baue das jetzt ein. Natürlich habe ich da gelötet. Ist ja klar, gelötet beide Stellen. Stecker ist drin. Alles auch richtig. Ja, jetzt baue ich die Pumpe ein und mal schauen, ob der anspringt. Und dann... Oh. Boah, läuft der jetzt aggressiver oder kommt mir das so vor? Oh, die Pumpe ist gut. Gucken wir mal, ob alles gleich dicht ist. Der liebe Thailand hat mir eine Software gemacht und ich habe gesagt, mach alles, was geht. Weiß ja, Richtung Motorschaden. Mir also Kenfeld, 325 Ti, Zerstörung. Genau mein Geschmack. Und das werden wir jetzt einmal drauf spielen und mal schauen, ob er dann anspringt und wie er sich dann fahren lässt. Bei wem bin ich? Bei Mr. Duitz. Wie geht's dir? Boah, das sieht ja von außen schon richtig geil aus, Shannon. Ja, Bruder, warte, ich bin nur noch gar nicht fertig. Aber der läuft ja richtig ruhig. Ich dachte, du fakest das in meinem Video. Ja, ja, mach ich ja auch. Komm, jetzt trinken wir erstmal ohne jetzt Kamera einen Kaffee. Genau. Und dann zeigen wir ein bisschen die Halle. Dann kannst du, genau, dann zeigst du meine Halle. Ja. Meine neue Business Hall. Freue ich mich schon. Dabei. Jetzt. So, wir sitzen hier im BMW. So, ich wollte unbedingt die Reaktion von Shannon sehen. Okay. Ich beschleunige nur leicht mit dem zweiten Gang. Ja, das Video habe ich noch gesehen mit den Dingern hier. Wie findest du das so live jetzt? Hey Bro, geiles Auto. Weißt du, aber wirklich jetzt ohne Witz, der läuft doch ruhig. Der läuft Hammer, ne? Na ehrlich. Sechszylinder Power. Fahr mal rechts. Ne, da kannst du auch ein bisschen beschleunigen. Und was da? Das wird noch neue beledert komplett. Okay. Muss ich noch zu Individualize abschicken. Also bei mir ist... Ja. BMW, 6-Zylinder, alles klar. Ja. Aber Kompressor aufgeladen? Nein. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also, bereit? Der dreht ja locker bis 6, ne? Ja. Boah, Digga, das hörst du auch. Das hörst du auch. Das war sehr impulsant. Boah, wie du den hörst, den Kompressor. Das ist schon geil. Das Geräusch ist geil. Digga! Also. Was willst du sagen? Ich würde sagen, was hast du ausgegeben und was muss ich bezahlen dafür? Also, ich spüre deutlich über 200 PS. Deutlich. Ich bin ja so ein bisschen diesellastig, ne? Da hast du ja auch. Aber ey, auch Fahrkomfort und. Also, ich. Respekt. Ja, ich habe ja auch alles erhöht. Das Fahrwerk ist ein bisschen hart, das merkt man. Ja, weil das ist Gewindefahrwerk, jetzt kein KW, klar. Mhm. Der ist ein bisschen natürlich. Aber ist doch okay, also der Rücken meldet jetzt noch nicht so ein Feedback.
Digga, was spüre ich hier? Ich spüre hier so, also Popometer würde ich sagen, so 280. Ja, ist aber okay. 280 kann ich nehmen. Was sagt denn dein Popometer? Sag mal so. 330, so 320. Also deutlich über 300. Ja. Okay, das ist geil. Okay, also das war aus dem Stand schon mal. Also ich. Boah, das ist schwer. Aber wie bist du jetzt eigentlich positiv überrascht? Sehr positiv, sehr positiv. Hättest du das jetzt gedacht? Das ist BMW. Das BMW, ja, aber. Okay. Das TAM BMW. Aber mit dem Kompressor ist es hier ganz anders, ne? Nein, ganz anders, klar. Nochmal mit den zwei. Also mit dem Anfahren, Reifensatz ruft, würde ich sagen. Also ich sehe deutliche. Also ich würde jetzt sagen, du wirst ja eine Messung machen, ne? Ich werde eine Messung Montag. Ich sage 280 PS. 280, okay. Okay. Freunde, wir sehen uns wieder. Bis dann. Aber geil. Wie findest du den Unterschied? Ja, der Unterschied ist schon heftig. Na, ich kenne das Auto ja auch von noch früher, wo noch gar nichts drin war. Klar, und dann, wo wir den Kompressor drin hatten und jetzt nach der Modifizierung. Da ist schon ein Unterschied. Ja. Also ich würde sagen, 290 PS? 290 würdest du sagen? Plus minus 5. Hoch, runter. Okay, ist ja gut. Würde ich jetzt so, das ist meine Meinung. Ja. Wir sind die Tage bei Marco Degenhardt und werden mal gucken, was unser Kompressor mit den Ladeluftkühler, mit Düsen, mit der Pumpe und mit der neuen Software so bringt. Wir sind gespannt, 280 PS sagt Channel. Ihr könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, und dann werden wir das die Tage sehen. So, der lässt sich auf jeden Fall geil fahren. Ich kann echt nicht dazu sagen, weil beim Kompressor echt beim letzten Drücker erst die volle Leistung kommt. Deswegen bin ich auch gespannt. Mal schauen. 280 ist doch eine Hausnummer. Doch sehr viel Weg nach oben. Weiß ja, Richtung Motorschaden haben wir noch ein bisschen Zeit. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tutzi. Bis dann. Haut rein. Ciao.